Was war das denn jetzt? Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 auf der BG Farm. Wieder mit dabei haben wir den Marschierer, Sepp, Sivus, Friedel, Holzjogel, Jörgi, Lami, Rasta und als Special Guest den Randy, den Sachsen-Let's Player. Ich schon schreiben, Geschwage denn herstellen. Jungs, wir sind in der Aufnahme. Nicht mehr rülpsen oder furzen. Okay. Was? Hätten wir das vorher dürfen? Nein. Achso. Aber ich wollte es Randy schon beibringen. Na klar. Müssen wir jetzt noch auf ein anderes Feld fahren? Ja, ja. Warum fahre ich denn ja auch? Randy, willst du mal tauschen? Ja. Was machst du denn? Ich fahre einen wunderbaren Drescher. Ja, ich bin mal ausgestiegen, ne? Riedel? Wenn ihr jetzt auch sagen würdet, auf welchem Feld? 96 steuern. Du dritt! Ihr hättet einfach nur den Feldweg nach oben fahren müssen, ja? Ja, hätten. Auf der 96 steht kein Fahrzeug. Nee, auf der 86 steht er noch. Du musst mit dem Konvoi nach oben fahren. Also, bin eingeswitcht. Was hast du gefahren? Den Deutz. Da steht auch auf dem Feld irgendwo unten. Oh, mit wem bin ich jetzt? Oh, Lami, hallo! Ja, da darfst du ihn hinterher fahren. Boah, Schweizer! Und wo muss der Drescher? Oder habt ihr da noch was? Ja, oben auf der 96 war das, oder? Ja, wir haben eine 3. 96. Wen hast du nicht für die Steuerung hier gedrückt? Gibt's hier eigentlich... 96, 59 müssen noch getauscht werden. Perfekt, gibt's noch einen GPS-Kurs hier für mich. Der Unimog ist bei Nece. Auf der Heimatland, ich sehe schon mal den. Hm? Nein, das geht nicht. Kleiner Drescher. Ja, aber das Schneidwerk hat gute, wie soll ich sagen, Arbeitsbreite. Geht ein bisschen auseinander noch. Mhm. Bin ich der einzige Gruberfahrer hier? Nein. Weiß eventuell hat gerade Schneidwerk. Sehr gut. Du könntest eigentlich auch woanders anfangen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn Lami jetzt fliegt und ich dann einfach an anderer Stelle, macht er ja komplett sinnlose Aufgabe, ne? Ist richtig. Hm. Der Raster hupt mich schön an. Sack. Ja, wenn man bei Frauen vorbeifährt. Lami, hast du einen weißen Traktor? Ja. Das ist geil. Ich glaube, was wir uns vorgenommen haben, wir würden Jörgi nur gratulieren, dass jetzt Ada ist, wie Schweizer ausschaut. Das war nochmal. Was, ist er schon 16? So wie dieses Hammerraster, was da gerade. Diese dreckigen Wendlerwitze. Naja, du weißt, Sammy Schweizer ausschaut. Ja. Jeder weiß, wie Schweizer aussieht, aber irgendwie will er sich trotzdem nicht zeigen. Da war die Schultüte jetzt nicht fehl am Platz, sagen wir so. Naja. Bei mir heißt dann in 10 Jahren auch, dich habe ich gut gehalten. Ja, dich schicke ich zum 10 Jahr zur Einschulung. Und zum Militär. Ja, genau. Noch was? Gibt's eigentlich die Wehrpflicht in Deutschland noch? Nee, ne? Nein. Länger nicht oder jetzt? Schon länger nicht. Ich glaube, wurde 2009 oder 2010 abgeschafft, also seit 10 Jahren. Bist du auch nicht mehr zum Bund gegangen, Randy? Na, ich hatte die Einladung damals bekommen. Ich glaube, ich hätte zur Musterung nach Magdeburg gemusst und das war damals in meiner WoW-Zeit. Ich habe so gesagt, ja, Arschlecken. Na ja, gut, WoW geht vor. Richtig, und also habe ich ignoriert und ich wusste aber, wenn du das nicht machst, die stehen ja irgendwann mal vor deiner Tür. Ja. Und irgendwie, glaube ich, 2 Wochen später oder so kam dann der Angeladen und hat gesagt, abgeschafft. Ich sag danke dafür. Ja. Wenigstens immer danke gesagt in den letzten 10 Jahren. Naja. Ich wäre wohl nicht hingegangen. Ehrlich? Ja. Aber, ja gut, Militär kann schon auch Fun bringen, muss man sagen. Ja, ein Klick war ja zum Beispiel auch dort. Ne? Gut, das waren noch andere Zeiten. Ne? Also jetzt kannst du es ja nicht mehr vergleichen. Ne? Jetzt ist es ja alles angeblich weicher geworden, dass die Leute nicht gehen, weil sie es halt brauchen. Ja. Aber, nee, ach so. Weißt du, wenn ich mich von jemandem anschreien lassen will, der mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe, dann suche ich mir nochmal einen Job. Ja? Aber, nee. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Achso. Wenn du irgendwann mal die Fähigkeiten, die du bei der Bundeswehr lernst, brauchst, dann ist es entweder eh schon zu spät oder dann lernst du auch so. Was, ich hab das richtig verstanden. Du möchtest irgendwann mit einem Plastikbecher Hubschrauber reparieren können. Zum Beispiel. Und schießen kann ich schon, ne? Weil COD-Profi.
Ah ja. Ja, schießt uns erst. Ja. Ja, das, was ja viele nicht wissen, das Schießen kommt ja erst viel, viel später beim Her, weißt du? Also da kommen ja davor tausend Dinge. Ja, du machst vorher Grundausbildung, oder? Das ist ja die. Aber in der Grundausbildung ist Schießen doch schon mit drin. Ja, teilweise. Na, bei uns schon. Aber bei uns war das teilweise drin. Ja, bei uns ist schon dabei. Voll Standard. Ja, ganz lustig ist, wenn es dann ums Sprengen geht. Ja, lustig ist bei uns, wenn es um Skifahren geht. Habe ich auch mitgemacht. Aber bei uns ist es ja noch aktiv. Ne? Bei uns ist es noch aktiv. Ich glaube schon, oder Rasser? Ja. Ja. Noch aktuell. Ich habe erst heute die Pflicht bekommen, ja, die Schießpflicht. Wir waren wahrscheinlich zur selben Zeit beim Bundesheer, wenn du warst. Ich war Hochgebirgsjäger, ja. Ich war in Innsbruck, Standstützenkaserne. Oh, da war ich, glaube ich, im Krankenbett, ja. Nein, ich war nur dort zum, also zur Grundausbildung. Ach so, ja gut. Dann bin ich wieder zu den Pionieren gewechselt. Beziehungsweise zuerst nach Ansteig zur Kraftfahrerausbildung und dann weiter zu den Pionieren. Naja, das geht ja. LKW fahren. Das hat Spaß. Was ist denn das? Adam! Das hat mir ganz gereicht. Bei zwei Kurs habt ihr? Dreschen. Lärm. Ja. Achso, ich. Maschine. Aber Bundesheer war lustig. Hat Spaß gemacht. Bin ich auch der Meinung, deswegen ja, bin ich eigentlich kein Verfechter des Grundwehrdienstes oder Pflichtdienst. Oh nö. Also mir hat Bundeswehr Exclusive auf YouTube ganz schön hat mir Lust gemacht. Oder die Rekrutinnen. Gibt's das eigentlich noch? Nö, die sind mittlerweile durch. Oh, schade. Ah, das war mal wieder lustig. Zu alt geworden, ne? Ja. War das was Offizielles? Ja. Ja, das war von der Bundeswehr. Oh Gott. Eine Marketingkampagne. Da sind Millionen. Also das erste hieß ja die Rekruten. Ich glaube, das hast du aber gesehen, weil das ist das bestimmt schon 2 Jahre her. Ich weiß noch ein Video, was aber millionenfach Aufrufe hatte. Ja, genau. So 3-4 Millionen Aufrufe. Ja, da war es immer so. Genau. Das war ja das erste. Und dann haben die Rekrutinnen gemacht, obwohl da Mädchen und Jungs drin waren. Ah ja. Aber sie wollten halt mal diverser sein. Und dann war das gleiche in Grün, nur bei den Rekruten. Also beim ersten waren sie bei der Marine, im Norden bei uns oben halt. Und jetzt bei den Rekrutinnen war das ja die Luftwaffe. Ach so. Was so. Einfach Sheep Bullshit verzeiht haben. Bei uns in der Nähe an der Kaserne haben die Offiziere gesagt, wenn wir den haben, so richtig, der läuft einige Runden extra. Das war der einzige Kommentar. Naja. Als bei unserer Runde ein bisschen härter sein. Aber das normale Heer hatten die halt bis dato auch noch nicht. Weil Klick war ja Klick war bei den Gebirgsjäger, wenn mir nicht alles. Ja, da war unten in Bayern. Kommt doch hin aus Bayern von euch, oder? Reihenheu. Nachbarschaft. Für viele. Nachbarschaft. Ja, wie hieß denn? Da unten ist eine Kaserne für die Gebirgsjäger. Ja, Reichenhall. Reichenhall, genau. Da war ein Reichenhall unten. Naja. Ist das bei euch auch 6 Monate gewesen? 9. 9? Okay. Grundausbildung in Deutschland, hier, bei uns ist 9. Ja, wir haben 6 Monate normaler Dienst und 9 Monate wäre Zivildienst gewesen. Bei uns, aber dafür geht der Zivildienst bei uns, glaube ich, länger. Ja. Und der ist dann, glaube ich, ein Jahr. Oder es ist ja jetzt mittlerweile freiwilliges soziales Jahr. Ja, aber mittlerweile muss doch alles freiwillig sein, weil wenn irgendjemand zu irgendwas gezwungen wird, dann ist es gleich wieder irgendeine Verletzung von dem Menschenrecht. So richtig. Ja. Das ist menschenunwürdig, dass man jemanden dazu zwingt, etwas zu tun für die Allgemeinheit. Darum tun sie sich ja schwer, dass sie es wieder einführen, weil wir uns das Leid inzwischen brauchen. Ich hab da heute so viel aufgegeben. Ich sag mir immer wieder, ist du was von der Allgemeinheit, ist da erstaunen. Ja, da bin ich auch dabei. Ja, Steuern zahlen kann ich auch ganz gut. Steuernzahlen habe ich schon mal gehört, ja. Muss das erklären, weil für einen Schweizer ist das ein absolutes unbekanntes Ding. Also, Schweizer, das ist praktisch so: Du nimmst einen Großteil deines Einkommens und schickst es einfach ans Finanzamt, ganz kommentarlos. Du bekommst kein Danke zurück. Das ist für den unvorstellbar. Gibt's auch bei uns.
Ah, okay. Und du darfst nicht vergessen, vorher zahlt dein Chef dasselbe noch einmal ans Finanzamt. Ja, was sonst? Dafür spuchten sie uns nicht gleich, wenn wir schnell fahren, Schweizer. Das sind die Vorteile da. Ja, uns auch nicht. Mann. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Strafzettel bekommen. Nein. Von meiner Leipzig-Tour. Oh. Hat aber lange gedauert. Irgendwie Polizei Thüringen. Ah ja, ein bisschen Thüringen irgendwo geblitzt. Ja, irgendwo in Thüringen, ja. Ja, so viel Auswahl ist es nicht. Ich weiß es nicht, irgendwo. Autobahn, wa? Ja, ja, klar, nur Autobahn. Hm. Da war ein kurzes Stück Baustelle. Hm. Das war tödlich. Ah ja, wie viel zu viel? 22. Hm, das ist ein Punkt, ne? Keine Ahnung. Und mittlerweile, ja. Jawohl, ja, im Moment, ja, in Österreich wird das bestimmt anders gehen. Das ist ja nicht. Das weiß ich nicht. Es gibt ja nur noch 8 Punkte. 8 Punkte, dann ist er weg. Ich weiß ja nicht, wie das bei euch gehandhabt wird. Also, da ich bin tatsächlich nicht so ein Typ, der Punkte sammelt. Deswegen schon. Na, ja. Da fahre ich nicht mehr hin. Aber keine Payback-Punkte, ne? Nee, leider nicht. Lami ist Punktesammler. Nein. Nicht? Meine müssen bald abgelaufen sein. Das ist wie Richie, ne? Jetzt steht doch auch Punkte schon. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich nicht nur One. Der Heimflug war auf jeden Fall angenehm. So, Sepp, nächstes Feld. 59. Bis morgen. Keine Ahnung. Tag der Müde, Tag der Schlafe. Ja, ich glaube nicht. Fährst du nochmal runter, Jörgi? Ja, kann ich machen. Gut. Da ist schon wieder Soja, oder? Rocken. Oh. Oh, da können wir Brötchen backen. Das heißt Semmeln. Will ich gerade sagen. Eine Roggensemmel? Du bist aber auch ekelhaft. Entweder sind Semmeln oder Brote. Wie heißt die Feuerwehr? Wie heißt die Feuerwehr in Bayern? Feuerwehr. Und das Eichhörnchen? Horchkatzel. Hier lernst du noch Sprachen, Randy. Ja, ich bleib bei Sächsisch. Vergiss. Und der Schwarz vom Eichhörnchen? Ach, Katzenschwarf. Vergiss Bubble. Apropos Bubble, auch sehr interessant. Mit Englisch kommst du in Polen sehr wie in der Schweiz. Ja, das stimmt. Genauso weit wie in Frankreich. Ja, also ja. Hotel und so ist ja klar. Ja, ja. Aber auf der Messe, die ganzen Security-Typen kannst du alle vergessen. Das war nur Polnisch, ne? Wenn ich mir vorstelle, wenn da mehr Leute gewesen wären. Das ist ja eine internationale Messe, ne? Also da kommen ja Leute aus sämtlichen Herren Ländern. Wenn da mit Englisch keine Kommunikation möglich ist, dann frage ich mich, was sie sich dabei gedacht haben. Naja. Das Problem ist aber gewesen, dass das von der Regierung kam, sonst wären da gar nicht so viele Security gewesen, schätze ich mal. Ich gehe auch davon aus, weil das war einfach übertrieben. Also ja. bei der anderen Messe in Polen, da war gar nichts. Das war was? Das Problem, weil das eine öffentliche Veranstaltung war. Und die abgesagt wurde, musste wahrscheinlich Security rangeschafft werden und das war das Problem. Die also konnten alle kein Englisch. Es gab nicht mal Eingangskontrollen. Gar nichts. Okay. Die waren verschärft am Samstag. Ja. Für die Unmengen an Zuschauer, oder? Oder die See. Oder. Oh. Schweiz. Josh. Aber hattet ihr mit Polnisch wirklich so Probleme? Sprecht ihr kein Polnisch? Nein. Gerade nicht auf Lager. Warum nicht? Ja. Mit dem Trotzki oder irgendwie Polnisch sowas wie Danke oder Guten Tag oder irgendwie sowas. Ja, Schweizer wäre ein Kurs. Da gibt es ja zum Beispiel eine lustige Geschichte. Wir hatten, das Hotel war ja auch nur Polnisch, also Englisch und, aber ne, aber alles Polnisch beschrieben. Ja. Und das war dann, wir sind ja Samstagabend angekommen und ich wollte dann Sonntag früh zum Frühstück. Ich steig mal einmal, da hast du schon. Ja, ja. Weil dann Sonntag früh zum Frühstück und bin dann halt in das Restaurant reingegangen, wo wir am Abend essen waren und da war dann aber nichts. Ich denke, Alter, was ist in der scheiß Frühstücksraum? Ne? Und ich hatte jetzt gedacht, bevor ich jetzt aber irgendwie hier mit meinem Schulenglisch anfange, die Rezeption zu fragen, denke ich so, und sehe da ein Schild halt auf Polnisch. Dann gebe ich wirklich einen Buchstaben nach den anderen in meinen Übersetzer ein, nur dass dann da steht Frühstücksraum hier. Ich hätte einfach mal um die Ecke gucken können, weil da waren schon alle da. Dann habe ich gedacht, naja gut, ich stand da 5 Minuten vor den Schild und habe es übersetzen lassen. Okay. Bevor ich da halt rein bin, ne? Du weißt schon, dass man mit der Google Übersetzer App ein Bild scannen kann und du übersetzt das. Nein, das ist ja nicht. Google Translate, ich nutze ja Deep Learning.
Also die Bell. Das ist besser. Die Bell ist besser, ja. Ein bisschen. Nö, viel besser. Mein Fahrzeug fährt nicht mehr. Der Schweizer kommt mit Frauen. Lenker mal, dann lernt Fahrzeug wieder. Oder bist du gerade an dem steilen Hang? Nee, ich stehe hier und warte. Lenk mal, dann geht's mir noch. Ich kann nicht lenken. Jetzt geht's, ja. Ja, das war das eine Ding und das andere Ding, also das war ja auch am Sonntag. Da war ich mit Ansgar und Homer unten, da gab es noch so ein Restaurant, haben da gegessen. Und ich wollte vorher aber nochmal sehen. So. Und er sagte, hier unten sind die Toiletten. So gut. Ne, weil da hingehen, kam so eine Security-Dame. Also das waren keine richtigen, das waren so, wie nennt man das hier? Das sind ja nicht Trainees, sondern solche Leute, die da halt nur eben einstellst auf 450 Euro Basis, weißt du? Ja, Special-Service, ne? Ja. Und laberte mich da in Polnisch an und ich sag so, I talk to the toilets. You have a layer. Ich sag, ja, hier, wir hatten dann also einen glitzerten Layer. Das war also Band, das hat den Leuten angezeigt, hey, unsere Temperatur wurde gemessen. You need a red or blue layer. Ich sag, I have the temperature layer, exhibitor. No, sorry, not. Ja, und ich sag so, secondary toilet? No. Dann gehe ich da wieder zurück ins Restaurant und sag so, ey, die lassen mich hier nicht aufs Klo, warum? Naja, ich brauche das rote oder das blaue Band dafür. Und dann sagt der Alex, also Virtual Farmer, oben sind nochmal welche, ja, und dann bin ich an die Etage weiter oben, ja, und da stand ja noch keine Security, da hat es keinen gejuckt. Wow. Ja, wir durften halt wirklich nur im oberen Bereich, also in dieser Expo da oben, und alles weitere, keine Chance ohne Band. Naja, Regel ist Regel, ne? Und es gab 5 Bänder, weil Giants hatte, Lars hatte gesagt, die haben jeden Tag ein neues Band bekommen. Und an den einen Tag ging das Band, an den anderen Tag ja, ging das Band nicht mehr. Grund, warum du das gegruppte, also das gepflügte Gruppe hast? Ja klar, wie die Einzelne geworden. Ray Friedel. Ja, Ray ist bei mir nix. Ja, bei mir nicht. Naja, aber wie gesagt, die haben halt jeden Tag ein anderes Band gekriegt. Und mit ihm an einem Tag, also die waren ja da schon ein paar Tage vorher, logischerweise, ne? Ja. Und ja, an dem Montag kamen sie mit dem blauen Band rein, am Dienstag war das blaue Band aber nicht mehr okay, da brauchst du dann noch ein rotes Band, also Lars hatte so ganze Wolle Petri. Hatte da. Ja. Ja, absoluter Wahnsinn. Ich glaube, die hatten einfach nur die ganzen Bänder und mussten nicht wohin damit. Ja, wahrscheinlich. Die müssen raus, lass mal jeden Tag ein anderes verteilen. Ja. Bei Sancho. Naja. Gut, liebe Leute, für heute sind wir fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst gerne ein Däumchen da, wenn es gefallen hat, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.